Mi. Hey, meine Single-Cast-Schlüffenden Whisky-Nerds, Whisky-Grinch Adrian hier. In einem meiner jüngeren Videos habe ich ja mal gemeint, man soll sich die guten Tropfen nicht für die guten Tage aufheben, sondern eher für die schlechten. Jetzt kommt heute fantastischerweise dazu, dass ich einen richtig schlechten Tag hatte. Smartphone kaputt, Auto springt nicht an, Arbeit ist scheiße. Also jetzt nicht mein Arbeitgeber, sondern die aktuelle Arbeit ist einfach nervenaufreibend. Und dementsprechend, ich komme wieder gleich zu dem wichtigen Zeug, habe ich heute ein paar Ladies im Angebot. Zum einen ist es hier aus dem Masterclass-Kit des Sample Nummer 6. Das hat mir der Jan dazu geschmissen. Dann habe ich hier den 17-jährigen Single Cask aus dem Balote. Bei dem hatte ich auch teilgenommen. Ich habe aber nur den Origins gewonnen. Und wenn jetzt meine Stimmung sich quasi nach den beiden Samples hebt, dann rupfe ich den jetzt auch noch auf. Und dann sehen wir mal, wo es hingeht. Ja, zu dem Masterclass Sample 6, das hatte ich direkt, nachdem ich es aus dem Maxi-Brief gezogen habe, schon mal an der Nase. Und hat mir sehr gut gefallen. Leider steht jetzt auf der Flasche nicht drauf, was es war. Das habe ich jetzt dann online nachgeguckt. Das ist auch so ein X3 destilliertes Sample. Ja, Sample. Also X3 destilliert, also dreifach destilliert von Leddy. Und der hat jetzt, wenn mich meine Nase nicht drückt, kein Peat im Gegensatz zu dem X4 plus 10, der ja vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren rausgekommen ist. Und war eine reine Börbefassreifung aus dem Jahr 2005 und hat aber trotzdem noch ordentlich Rums, also 69,3. Vielleicht, ich stelle ihn mal in die Mitte, trinke ich den lieber nach dem Single Cask und vielleicht lasse ich den Origins dann lieber sein. So, den 17-jährigen, da habe ich auch schon dran gerochen, das ist wohl eher so ein Schwefelarsch, da lasse ich jetzt mal ein bisschen was für ein Timo drin und stell das gleich mal also vorsichtig zur Seite. Ja, und in Origins mal sehen, ob ich da gleich Böcke habe. Ja, generell muss ich sagen, finde ich schon okay. Ist eine fairere Art als jetzt die Webseite bricht zusammen. Artback. Ja, also erste Nase an dem 17-jährigen Single Cask aus dem Refill Sherry war es, glaube ich, ja genau. Schöne Schwefelbombe mit Tiefgang. Also es ist so, als hätte da die Erstreifung, da ist schon diese ganzen Ecken und Kanten weg. Deswegen ist viel von dem Lady-Charakter drin. Und der Sherry ist nur so begleitend. Das kann ich jetzt schon an der ersten Nase sagen, gefällt mir sehr gut. Und das Ding hier, das Masterclass Kit 6, das ist ja noch krasser, muss ich tatsächlich sagen. Das war schon aus dem Sampleglas so krass. Ich habe einen uralten Irish, ich glaube 1977 war es, von Maltbahn. Der war 33 Jahre alt oder so. Und der hat genau die gleiche Charakteristik gehabt, aber also war wesentlich älter. Aber der hier geht genau in die gleiche Richtung und das finde ich richtig geil. Also wenn jetzt dann der Tasting-Test auch noch zuschlägt, dann bin ich todtraurig, dass es das Ding hier nicht als Flasche gibt, weil da würde ich tatsächlich jetzt rein, was die Nase so verspricht, einen ganzen Haufen Geld draufschmeißen. Ja, Balot finde ich toll. Das Masterclass-Kit fand ich auch toll, habe ich nicht teilgenommen. Da war mal wieder High-Time auf dem Konto. Und dann habe ich mir gedacht, das Geld sparst du dir. Und was man so im Online gesehen hat, war es auch nicht so schlimm, weil nämlich richtig viele Leute Probleme hatten mit damaged, also kaputten Samples, die munter gemixt und zerbrochen in diesen Kartons lagen. Ja, zu dem Origins kann ich sagen, ich finde es mit den Tuben nicht so schlimm, aber der Transportbehälter von dem war richtig klasse. Also das war rein Karton und so eine Hülse und ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber mir fehlen die zerdellten Leddy-Dosen. Ja, ein Leddy ist nur echt, wenn da irgendwo an der Dose eine Delle ist. So, ich lasse kurz noch schnüffeln, gehe jetzt irgendwo in eine Ecke heulen und komme dann gleich wieder. Ja, anscheinend habe ich ausgeheult. Ist alles so schlimm. Und dann gehe ich jetzt nochmal.
Wahnsinn. Mega fleischig. Fleischig ist auch so ein Begriff. Was hat denn fleischig? Kann ich schwer beschreiben, wieso ich jetzt sage fleischig. Also es ist jetzt kein Leberkäsebrötchen, an dem ich rieche, aber neben diesem zarten Sherry ist so eine Würzigkeit dabei. Dann ein bisschen muffig. So, ja, diese ganz leicht ranzig wie Butter, die man manchmal hat bei denen. Erinnert mich jetzt auch ein bisschen an einen Private Cast von Springbank. Oder war es sogar der Tara Springer, der auch so diese Muffnote hatte. Der ist jetzt von der Lebhaftigkeit aber schöner als der Tara Springer zum Beispiel. Naja. Tja, Sample habe ich jetzt was zurückgehalten, deswegen reicht es nur für einen Schluck. Aber der hat es in sich. Meine Güte, bollert der. Ich glaube 59%. Also, ja. Süß, gleichzeitig würzig, also so Zuckerwatte mit Langos. Also der Geruch zumindest, der vorbeifliegt. Dann eher diese Spargel-Sherry-Note, die ich seit ich Sherry selber probiert habe, immer nie wieder loskriege. Aber nicht unangenehm. Bisschen Ananas, geht schon fast in diese Artback-Ananas-Richtung. Hat aber kein Peat. Ja, zarte Vanillenote noch hinten nach, aber eher, wahrscheinlich eher süße. Ja, doch. Also, wäre es jetzt keine 0,5 Flasche, sondern eine normale 0,7er Flasche, hätte ich da jetzt keine Skrupel zuzulangen. So muss ich tatsächlich sagen, nachdem es jetzt mehrere Whiskys sind, zerspalte ich das ein bisschen. Also so preis-leistungsmäßig gefällt mir auch gut, 8 von 10. Aber diese 0,5 Flaschen, die ärgern mich immer. Also Aberlauer. Ich gucke in deine Richtung, dass du den 18er auf einmal nur 5 abfüllst, das werde ich dir nie verzeihen. Naja, weiter zum Bourbon X3 destillierten Masterclass Kit. Ist jetzt wesentlich gesetzter, nachdem der Alkohol schon ein bisschen die Biege machen könnte. Mega vanillig. Also sehr aktives Ex-Bourbon-Fass. Das ist ja... Also wenn der jetzt einschlägt wie eine Bombe, dann kaufe ich den Maltbar nach. Mir egal, wie teuer der ist. Oder ich soll es nicht machen, weil ich muss ja bald ein Auto kaufen. Shortbread, der ist jetzt bei weitem nicht so muffig, Schrägstrich, diese Butternote hat er nicht so. Sehr lebhaft, viel helle Früchte. Also diese Fruchtcocktaildosen, wenn man da diese roten, ekelhaften Kirschen weglässt und ungefähr so. Also es ist jetzt, ja, vielleicht sogar meine geliebte Diensten. Helle Note, minus den Honig. Da ist jetzt ein bisschen mehr übrig geblieben, da bin ich Eco-Sau tatsächlich so fein gewesen und habe den Rest vom Sample reingeschüttet. Ja, okay. Was man auf jeden Fall sagen kann, im Mund bringt er nicht so krass viel von diesen hellen Früchten mit. Da ist dann eher schon so eine Holznote mit dabei.
ist doch unterschiedlich. Also Nase ist fast äquivalent gewesen zu dem uralten Irish. Hat jetzt einen leichten Bitter-Touch. Und den mag ich in Verbindung mit Bourbon-Sachen nicht so gern. Die Bitternote, die wäre total gut mit einem Sherry-Fass zusammen. Dann wäre das so Mont-Sherry-Kirsche. Aber der jetzt, das ist so, ja, die Ananas war schon drüber. Okay, also auf jeden Fall, die 70% brauchen gerade mega, also zollen gerade ihren Tribut. Sehr trocken, ziemlich kräftig. Jetzt kommt beim zweiten Mal, haben es die Früchte ein bisschen leichter, also ist wesentlich gefälliger, auch wenn mein Gesicht ist, ich sterbe. Ja, kurzen Reset. So ähnlich wie Red Breast 21. Jetzt im Abgang. Bleibt schön tutti frutti liegen. Ist doch schön gemacht. Wahrscheinlich kann man da ewig mit Wasser spielen. Ich habe das wieder nicht gemacht. Ich faule Socke. Ich mache jetzt ein Video. Ich brauche mich nicht vorbereiten. Ist auf jeden Fall, also ich werde jetzt nicht wie angekündigt dem so ewig nachtrauern, aber was ich schon wertschätzen kann, ist, wie außergewöhnlich der Tropfen war. Und diese Dreifachdestillierung ist super schön. Also wenn es da leichter Flaschen zu kriegen gäbe, würde ich da immer mal welche kaufen. Einfach, weil man super schön quervergleichen kann. Also ansonsten muss ich jetzt immer eben Red Breast rausziehen, 12CS zum Beispiel, da hatte ich ja schon ein Video, oder den 21-Jähriger, der ein bisschen zarter und gesetzter daherkommt. Und warum nicht auch aus dem gleichen Haus, also ein Leddy mit Dreifachdestillat daneben stellen. Ja, das ist eine sehr schöne Erfahrung. Also Preis-Leistung ist 10 von 10. Ja, wer an diesem Masterclass-Kit partizipiert hat, tolle Geschichte. Ich habe mir auch sagen lassen, der Event mit dem Hennet war auch ganz toll. Tolle Geschichte. Ja, also auch danke Jan für das Sample. Ich bin sehr begeistert, auch wenn es mich jetzt ja geschmacklich jetzt nicht umgepichert hat, aber es ist trotzdem ein toller Tropfen. Also das auf jeden Fall nachkaufen geht ja nicht. Dementsprechend lasse ich raus. Fairness ist super fair. Ich finde es toll, dass die quasi die Leute teilhaben lassen an den Experimenten mit den Fässern. Ganz tolle Geschichte. Also ich werde wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwann mal im Warehouse bin, werde ich so lange rumheulen, bis die mich da alle Fässer durchprobieren lassen. So, ja, ich bin jetzt eben Flow, was soll's. Ja, warum immer flippen oder ist doch egal, dass ich vielleicht bald ein neues Auto brauche. Kann ich ja auch über ehrliche Arbeit verdienen, muss ich ja nicht flippen. Muss ich jetzt noch einen Schnitt machen, dass er atmet? Vermutlich wird jetzt die gute Flasche total abstinken im Vergleich zu den ultra starkprozentigen Tasting Kit Nummer 6, was man auch sehen kann. Hier hat sich der Korken schon wieder ein bisschen nach oben gezogen gehabt. Und Franz, du hast gesehen, ich habe den Hals komplett entfernt. So macht man das übrigens. Interessant. Also natürlich habe ich auch immer ein bisschen mitgelesen. Es gibt ja ein paar Leute, die rupfen sowas sofort und direkt auf. Jetzt ist es bei mir so, eigentlich trinke ich jetzt unter der Woche nicht so harten Stoff andauernd, sondern eher mal einen Easy Dram, wenn es reinpasst. Also Brunner 12 zum Beispiel. Aber nachdem ich morgen meine zweite Astra-Impfung kriege, vielleicht, ich war schon am Dienstag da, da hatten sie keinen Impfstoff geliefert bekommen. Schöne Geschichte. Bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich es übers Wochenende flach liege. Deswegen pichere ich jetzt am Donnerstagabend. Nur für YouTube-Fame.
Ja, jedenfalls hatte ich schon gelesen, dass es einigen zu viele Geschmacksrichtungen sind. Andere loben total, dass man den Lady-Charakter super rausriechen kann. Und das kann ich jetzt bestätigen, aber das Erste, was mein Gehirn entgegengeschrien hat, war jetzt Kalk. Aus irgendeinem Grund. Also war tatsächlich der erste Impuls, der von den Geschmacksknospen, nein, nicht Geschmacks, von den Geruchsknospen aus der Nase im Gehirn eingeschlagen hat, war Kalk. Und sonst ein interessantes Potpourri von vielen Zeugs. Ich stelle es jetzt wieder hier wirksam hin und mache jetzt noch einen Schnitt, damit er auch seine, naja, was geben wir mal, 10 Minuten vielleicht. Ich denke, er hatte genug Zeit. Ich habe mich jetzt nochmal aufgeschlaut. Ich habe ja die Flasche noch gar nicht vorgelesen. Ich bekomme immer so ultra unvorbereitet in die Videos. Er muss wohl hauptsächlich, oder der jüngste Bestandteil ist 7 Jahre alt. Teils waren auch die X3-Sachen, die gerade im der Masterclass-Sample vorbei sind, also mit da drin, steht auch hier. It includes some of our first from Biodynamic to X3. Also jetzt rein von der Zusammensetzung. Mega interessant, aber ob es dann den Geschmack auch harmoniert. Also man riecht den Lady sofort und es gefällt mir, weil es ist ein sehr angenehmer, wie soll ich sagen, ein sehr angenehmer Geruch, der da einem entgegenwabert. Ich mag das sehr gerne, auch die Unpeated-Geschichten. Tippitoppi. Jetzt hat er wesentlich gesetzter, also unbedingt atmen lassen nach dem Einschenken. Geht schon in die Richtung Black Art. Fast schon 4. Also zumindest in der Nase gefällt es mir gerade sehr gut. Vermutlich von der Zusammensetzung, aber ganz anders. Black Art hat ja alte Fässer. Aprikosen. Leicht würzig. Ja, auch Ananas. Bisschen Süße. Jetzt habe ich genug gerochen, jetzt trinke ich. Schön. Habe mich ein bisschen geärgert, dass ich den Origins gewonnen habe und nicht den Single Cask. Die stehen sich aber in kaum was nach. Also auch wenn der Single Cask jetzt ein wesentlich schmutzigeres Arschloch ist. Der ist gut. Gefällt mir sehr. Also ein wildes Mischmasch an Dingen. Dementsprechend ist es schwierig jetzt, also zumindest für meine Geschmacksknospen ist schwierig, alles einzuordnen. Aber es ist alles drin und dran. Also eine Würzigkeit, der Alkohol ist verhältnismäßig gut eingebunden. Also es beißt nicht, okay, aber ich hatte gerade ein 70% Sample davor auf der Zunge liegen, vielleicht am nächsten Abend dann doch. Rotfruchtig, also bestimmt auch Weinkasks mit dabei. Ja, hellfruchtig, Bourbon-Fassanteile, also Vanille ist dabei. Ja, auch ein bisschen malzig. Also es ist ein relativ cooles Produkt. Also ich muss zugestehen, ich hätte jetzt ein bisschen im Keller gelassen. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du schon die ganzen Face-Eile-Sachen, Geschichten da probierst, dann mach's am Stück und ruf das blöde Ding auf. Nicht immer nur in den Keller stellen. Ja, Mai.
Ja, ich brauche noch einen Moment, um es verorten zu können. Also es ist Lady 10 Batch 1. Da steht er ungefähr neben dran. Dann kommt ganz weit vorne für mich der Blackguard 4.1. Da hat er zwar ein paar Charaktergrundzüge, kommt aber bei weitem nicht mit hin. Ich würde sagen, Blackguard hat irgendwie 40% Bourbon, 40% Sherry und die anderen 20% irgendwas. Ist jetzt aber nur meine Vermutung. Steht da nicht drauf. Und er hier, ziemlich reichhaltig, fett, hat mehr Nuancen als jetzt der Lady 10 Batch 1 und 2. 2 fand ich ein bisschen schwächer. Aber wenn man Lady schon kennt und mir sich denkt, ich hau mir jetzt mal einen Dram rein, wo man auf jeden Fall nur Lady durchschmeckt und sonst keinen Einzelpunkt, hat der hier auf jeden Fall die DNA dazu. Naja, so Fazit. Lady 17 Single Cask Fails Eile 2021. Wäre es nur 7 Flasche, Preis-Leistung 9 von 10. So ist es 8 von 10 oder 7 von 10. Mir gefallen die Sachen mit einem Muff und Schwefelnote sehr gut. Dementsprechend bin ich da eher bei der 8 von 10. Nachkaufen bitte nicht. Also üblicherweise kauft man im Zweitpakt teurer nach. Also Sternchen von 10, Fairness 10 von 10. Einfach, weil sie es anbieten. Ja, Masterclass Kit 6. Preis-Leistung auf jeden Fall 10 von 10. Wer es gekauft hat, super. Fairness 10 von 10. Nachkaufen, Sternchen von 10. Bitte kauft nicht. Lady Origins ist für mich 8 von 10. Das ist jetzt ist halt kein Single Cask. Es sind ziemlich viele Ecken und Kanten drin, aber keine. Also es ist eher so, man malt ein Bild und wischt dann nochmal mit dem feuchten Lappen drüber und dann ist plötzlich alles verschwommen. So ist der Grundcharakter, ist da. Preis-Leistung 8 von 10. Tolles Ding. Ist jetzt aber nicht. Fairness auch 10 von 10. Und nachkaufen, naja, auch nicht. Bitte nicht. Also Zweitmarkt rentiert nicht. Nachdem ihr jetzt gesehen habt, ich habe die Flasche aufgerupft, kommt vorbei. Dann trinkt man zusammen einen Schluck draus. Ich gucke jetzt so Richtung Erfurt und Konsorten. Oder ich nehme sie mal zum nächsten Treffen. Wenn denn dann alles durchgeimpft ist, dann passiert das jetzt hoffentlich bald wieder. Ja, mir geht es jetzt geringfügig besser. Mein Handy ist zwar immer noch kaputt, aber ja, mal sehen. Kriegt man alles gelöst. Ich wünsche euch was.